Mordfall Sabine Hammerich. Die Stuttgarter erinnern sich noch gut daran. Was ich in Erinnerung habe, das sind die Polizeidurchsagen hier in der Straße aus den Polizeifahrzeugen, wo nach Zeugen gesucht wurde. Ich habe nicht gekannt im gleichen Alter hier im Haus. Ja, es war schon beängstigend. Zum Zigarettenholen geschickt wurde und nicht mehr zurückkommen. Wir gehen auf Spurensuche im Stuttgarter Westen. Mit Michael Kühner, der viele Jahre Chef der Stuttgarter Mordkommission war. Den Zigarettenautomaten von damals gibt es nicht mehr. Der Mord an einem Kind, was macht das mit einem Ermittler? Verbrechen an Kindern sind für Kriminalbeamte große Herausforderungen und Belastungen psychischer Art. Wir sind ja auch Familienväter und haben selber Kinder und können nachvollziehen, was in den Familien geschieht, wenn wir die Botschaft überbringen müssen, ihr Kind wurde ermordet. Nur 50 Meter vom Zigarettenautomat entfernt, das Haus, in dem Familie Hammerich damals wohnte. 17. Juli 1985, 18.30 Uhr. Polizeihauptmeister Otto Hammerich hat Spätdienst an diesem Tag. Kurz vor Dienstantritt merkt er, dass er keine Zigaretten mehr hat. Seine 9-jährige Tochter bietet an, neue zu holen. Der Zigarettenautomat ist ja nur ein paar Meter von der Wohnung entfernt. Und die Strecke liegt auf Sabines täglichem Schulweg. Was ist dann passiert? Ungefähr eine halbe Stunde, bevor das Mädchen entführt wurde, wurde ein anderes Mädchen von dem mutmaßlichen Täter angesprochen. Er gab sich als Kinderarzt aus und er bat das Mädchen, in das Fahrzeug zu steigen. Er bot ihr auch 10 Mark an, wenn sie bereit wäre, ihm den Weg zum Westbahnhof zu zeigen, wo er Medikamente abliefern müsste. Das Mädchen sagte nein, sie traute dem Mann nicht, rannte davon, ging nach Hause, erzählte die Geschichte ihrer Mutter. Und das rettete ihr das Leben vermutlich, im Gegensatz zu Sabine, die eine halbe Stunde später wahrscheinlich bei diesem Mann in sein Fahrzeug stieg. 200 Kilometer von Stuttgart entfernt wird 1,5 Jahre später eine skelettierte, unbekleidete Leiche gefunden. Bei einer Jagd in einem Waldgebiet im Landkreis Bamberg. Die Identifizierung zieht sich. Erst 1988 ist sicher, dass es sich um Sabine Hammerich handelt. Die Polizei geht nochmal an die Öffentlichkeit, hängt Fahndungsplakate auf, verteilt Flugblätter. Die Ermittler tappen lange Zeit im Dunkeln, wegen einer falschen Fährte, einem VW-Bus. Doch der Mörder war wohl mit einem anderen Auto unterwegs. Nach einer Aktenzeichen XY-Sendung im Jahre 1988 meldete sich ein Zeuge, der an diesem Tattag am Rosenbergplatz an der Ampel stand, auf Grün wartete. Vor ihm stand ein Mercedes, der fuhr los bei Grün, bremste aber dann sofort wieder ab, was unseren Zeugen verunsicherte und er überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Er schaute dann nach rechts auf den Gehweg. Er sah dort die 9-jährige Sabine in ihrem gelben Kleidchen stehen. Und damit war klar, dass er Zeuge des Versuches wurde, wie der Täter das Mädchen ansprechen wollte, beziehungsweise es dann vermutlich auch in sein Fahrzeug zog. Hätten die Ermittler den Hinweis früher bekommen, wäre die Tat wahrscheinlich aufgeklärt worden, meint der Kommissar im Ruhestand, der das Stuttgarter Polizeimuseum ins Leben rief. Wie schlimm ist es für einen Kriminalisten, wenn eine Tat nicht aufgeklärt werden kann? Ungeklärte Fälle, insbesondere in dem Bereich, wo es um Kinder geht, wo Vergewaltigungen im Spiel sind, wo letztendlich auch ein Mord dahinter steht. Das sind belastende Momente für Kriminalbeamte. Und wenn man dann noch an die Opfer denkt, die zurückgeblieben sind, Eltern, dann muss man schon sagen, das sind große Herausforderungen und menschliche Tragödien. Der Mörder von Sabine Hammerich, wenn er noch lebt, müsste heute Mitte 70 sein. Vielleicht plagt ihn ja im Alter das Gewissen und er packt aus. Dann wüssten die Eltern von Sabine endlich, was mit ihrer Tochter passiert ist.